Hallo Kackbratzen. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Triple X Käsemocke. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich mache GTA, GTA Online und vor allem die besten Fortnite-Videos im ganzen Internet. Der GTA 6 Trailer ist endlich da und wir werden ihn uns mal ganz genau unter die Lupe nehmen, denn ich habe unglaubliche 235 Details entdeckt, die ihr vielleicht komplett übersehen habt. Und hier haben wir auch schon das erste Bild. Ihr denkt vielleicht, dass wir daraus nicht viel entnehmen können, aber wer ganz genau hinschaut, kann am Himmel ein Flugzeug erkennen und dahinter Chemtrails. Leute, ich wusste, dass da was dran ist. Noch vor über gut 25 Jahren war Square ein Synonym für bombastische Rollenspiele wie etwa die Final Fantasy-Reihe oder auch Chrono Trigger. Heute scheint es fast so, als habe der Vorstand komplett den Verstand verloren und haut eine Kacke nach der anderen raus. 1998 hatte Square die grandiose Idee, mal etwas anderes als nur Rollenspiele auf den Markt zu bringen und entwickelten den wohl besten Weltraumshooter, den es je für die PS1 gegeben hat. Und man hat wirklich eine fantastische Arbeit geleistet, denn der Titel hatte nicht nur eine extrem gute Grafik, sondern auch einen bombastischen Soundtrack und im Gegensatz zu allen anderen Sidescroller-Shootern lieferte man zudem eine überraschend tiefgründige Story ab. Das Spiel, um das es sich heute dreht, hört auf den wunderbaren Namen Einhänder und spielt in einer fiktiven Zukunft während eines Krieges zwischen der Erdkolonie Sodom und der Mondkolonie Selen. A daredevil from piloted a bizarre aircraft. It was feared. And because of its shape, called Einhander. Der erste Mondkrieg führte zur Zerstörung des größten Teils der Erdoberfläche und zur Entstehung eines totalitären Regimes auf dem Planeten. Das Spiel erzählt nun die Ereignisse des zweiten Mondkrieges, in dem der Mond die Erde erneut angreift, um natürliche Ressourcen zu gewinnen. Selins Taktik besteht darin, ein Einmann-Kampfraumschiff namens Einhänder auf eine Kamikaze-Mission zu schicken, um auf dem Planeten so viel Schaden wie möglich anzurichten. Achtung, Einhänder kommt! Der Spieler schlüpft nun in die Rolle einer dieser todesmutigen Piloten, der das Ziel hat, die Hauptstadt der Erde anzugreifen. In der Gebrauchsanweisung heißt es, dass die Überlebensrate bei Einhändermissionen gegen Null geht. Ihr könnt euren Arsch darauf verwetten, was das für den Schwierigkeitsgrad bedeutet. Im Kern unterscheidet sich Einhänder nicht von anderen 2D-Sidescrolling-Shootern der 16-Bits-Ära, aber seine 3D-Grafik ist aus technischer und künstlerischer Sicht hervorragend. Die Robotergegner sind voller Stil, von den Polizeidrohnen mit Sirenen und Lichtbalken bis hin zu den riesigen Mech-Bossen. Die Entwickler haben sich für einen unverwechselbaren Stil entschieden, der Themen aus Blade Runner und Ghost in the Shell zu verschmelzen scheint. Und die ungewöhnliche grafische Technik, die das Spiel verwendet, passt gut zu seiner unkonventionellen Designästhetik. Und jeder Boss wird eine Vielzahl von Methoden verwenden, um dich über den Jordan zu pusten. Auch die Hintergründe sind ein Spektakel und die visuellen Übergänge von Level zu Level sind völlig nahtlos. Nachdem man beispielsweise in der ersten Mission mit letzter Kraft entkommen ist, begibt man sich in der zweiten Mission in ein Ödland, wo man einen feindlichen Nachschubzug verfolgen muss. Das visuelle Design von Einhänder für seine kleinen Feinde, Level und Bosse hebt es von der allgemeinen Optik ab, die wir so in den unzähligen anderen Genrevertretern damals in dieser Form noch nicht gesehen haben. Auch wenn das Spiel Einhänder heißt, wird man trotzdem beide Hände benutzen. Solltet ihr etwas anderes erwartet haben, dann solltet ihr euch den schmutzigen Shooter Shuttlecock Edge holen. Hier wäre der Name Einhänder wirklich passender, denn die Entwickler kennen euch versauten Kackbratzen nur zu gut und haben mit Absicht eine Einhandbedienung in das Spiel eingebaut, da man weiß, dass die andere Hand mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und ihr dreckigen kleinen Kackbratzen solltet euch was schämen. Zurück zum echten Einhänder. Die Steuerung von Einhänder ist fluffig, was für präzise Ausweichmanöver sorgt, was in der zweiten Spielhälfte eine absolute Notwendigkeit ist. Obwohl es keine analoge Steuerung unterstützt, lässt sich das Spiel mit dem Steuerkreuz wunderbar flüssig und absolut präzise steuern. Meiner Meinung nach funktioniert das sogar besser als mit einem Analogstick. Um die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten, kann man mit L2 die Bremse betätigen, um vorsichtiger um feindliche Kugeln herum zu manövrieren, und mit R2 drückt man auf die Tube, um blitzschnell ausweichen zu können. Und auch die Geschwindigkeit, mit der sich das Schiff bewegt, lässt sich auch im laufenden Betrieb mittels 4 verschiedenen Stufen auf den individuellen Geschmack anpassen. Eine schnelle oder auch zum Teil langsamere Bewegung des Einhänders ist der Schlüssel zum Erfolg, insbesondere bei höheren Schwierigkeitsgraden. Kommen wir aber schnell zur Gretchenfrage des Spiels. Lieber Fuchs, warum heißt Einhänder eigentlich Einhänder, wenn ich zwei Hände zum Zocken benötige? Bis jetzt habe ich auf keine einzige Hand im Spiel gesehen.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wer nicht die japanische Version des Spiels hat, wird auf dem Cover keine Röntgenaufnahme einer Hand sehen. Aber zumindest erkennt man, dass sich unterhalb seines Raumschiffs ein relativ großer Arm befindet. Dieser Greifarm ist ein essentieller Bestandteil und auch namensgebend für das Spiel. Insgesamt stehen einem 3 verschiedene Schiffe zur Verfügung. Das Endymion MK2 und 3 sowie das Astrea MK1. Zur Ausrüstung gibt es 8 verschiedene Waffen zur Auswahl, die vom einfachen Erbsengewehr bis hin zu einem mächtigen Granatwerfer reichen und jede Waffe hat Stärken und Schwächen und man wird dazu gezwungen, sehr oft auszuprobieren, um dann im Spiel besser planen zu können, welche Waffe nun in welcher Situation am besten geeignet ist. Im Prinzip das, was wir auch aus anderen Genrevertretern herkennen. In Einhänder gibt es nur ein kleines Problem. Das Spiel ist ein Shooter, in dem man nicht unbegrenzt Munition hat, womit man wirklich sehr konzentriert den Kampf bestreiten muss. Um die Sache nun etwas aufzupeppen, kommen nun sogenannte Waffenkapseln ins Spiel, wobei jedes Schiff diese Extrawaffen anders behandelt. Das MK3 kann zusätzlich nur eine Waffe an das Schiff andocken, während das MK2 zusätzlich zur Standard-Erbsenkanone ganze 3 Waffenkapseln tragen kann. Die Namensgebung der Schiffe macht so gesehen irgendwie keinen Sinn. Auch wenn man 3 Waffenkapseln hat, kann man gleichzeitig nur jeweils eine benutzen, was bedeutet, dass man allerhand mit seiner Bewaffnung herumspielen muss, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dann gibt es mit dem Astrea noch ein ganz anderes Monster. Dieses Schiff kann 2 Waffenkapseln ausrüsten und diese sogar gleichzeitig abfeuern. Jedes Schiff erfordert eine andere Strategie und Herangehensweise des Spielers und es kann durchaus vorkommen, dass man bei all der Waffentauscherei schön ins Schwitzen kommt, während man im Kugelhagel untergeht. Sollte man mal hops gehen und das kann durchaus sehr schnell passieren, gibt es aber ein praktisches Rücksetzsystem, mit dem man nicht allzu viel Zeit verliert. Und nun kommt der Einhänder-Greifarm ins Spiel, denn dieses Ding ist insofern wichtig, da es die verschiedenen Waffenkapseln aufgreifen kann. Beschädigt man ein feindliches Schiff, lässt es seine Waffe fallen. Man sollte allerdings aufpassen, dass man seinen Feind nicht zu Staub verarbeitet, denn so verliert man auch potenziell dessen Waffe. Der Greifarm hat aber noch 2 weitere Tricks im Ärmel. Erstens kann man ihn als Schutzschild benutzen und zweitens lässt sich die Position des Arms ändern. So kann man ihn entweder an die Oberseite oder Unterseite des Schiffs bewegen, was dazu führt, dass auch die aufgesammelten Waffen ihre Funktionsweise ändern. So kann ein Granatwerfer nun auch nach hinten schießen, oder ein normalen Raketenwerfer wird plötzlich mit Zielsuchraketen ausgestattet. In Einhänder gibt es viel auszuprobieren und mit der Möglichkeit, Bonusschiffe, Gunpods und Galerien freizuschalten. Was das Gameplay noch spannender macht, sind bestimmte Zusatzaufgaben. So muss man zum Beispiel einen Mittelboss auf eine ganz bestimmte Art und Weise ausschalten oder auch bestimmte Teile der Spiellandschaft zerstören. Es gibt jedenfalls eine Menge zu tun und Einhänder schafft so viele Anreize, mit denen man das Spiel nicht so schnell im Regal verstauben lässt. Was Einhänder aber definitiv so einzigartig macht, ist dessen Grafik. Die sind schärfer als eine Chili und weisen eines der besten polygonalen Designs auf, die man je in einem dieser Shooter gesehen hat. Die Bosse sind unglaublich gut gerendert und sehr schön animiert. Zudem nehmen sie die Hälfte des Bildschirms ein und sind unglaublich flink. Die Bosskämpfe in Einhänder sind vielleicht die schönsten, die ihr jemals erlebt habt. Die Hintergründe der Level haben vielleicht nicht so ganz den Wow-Faktor wie ein R-Type, sind aber auf ihre Weise wirklich einzigartig. Und wo man definitiv auch nicht gespart hat, ist der Soundtrack des Spiels. Die Musik von Einhänder wurde von Kenichiro Fukui komponiert, arrangiert und produziert. Mehrere Titel nutzen elektronische Musikstile wie Progressive House oder andere Genres wie Hip-Hop, Klaviermusik oder Opernmusik. Der Soundtrack ist so abwechslungsreich wie das Gameplay und man spürt förmlich die Energie des Spiels. Auch die Effekte sind Bombe, was vor allem bei den Bosskämpfen deutlich wird. Jeder laute Schlag, jedes Klopfen und Krachen der gigantischen Bosse jagt dem Spieler einen Schauer über den Rücken. Was mir am Sounddesign jedoch am besten gefallen hat, waren die einleitenden Zitate der Bosse. Und welche harte Sprache eignet sich wohl am besten für furchteinflößende Roboter? Deutsch. Willkommen, hier findest du nur dein Grab. Du wirst sterben. Leider ist das Spiel trotz aller Komplexität vielleicht nicht so intensiv wie sein Genrevertreter. Auch wenn die Qualität der Animationen, die Waffensysteme, die Bosskämpfe und auch die Grüßeportion an Innovationen und den Glanz der damaligen Square-Spiele enthalten ist, hat es leider doch nicht ganz dazu gereicht, dass Einhänder die Spitze des Genres erklimmen konnte, aber trotzdem hatte es einen massiven Einfluss auf alle Spieler des Genres aus der heutigen Zeit und zudem gehört Einhänder wohl zu den besten Shootern, die man sich für seine PS1 holen kann.
Leider kostet eine gebrauchte Version des Spiels einen kleinen Sack voll Geld und da der Titel vor einigen Jahren nur als PS1-Klassiker für die PS3 im japanischen PSN-Store verfügbar war und es für die PS4 oder 5 leider nicht verfügbar ist, wird man wohl über einen Ausflug nach Romhausen nicht herumkommen. Aber es lohnt sich definitiv, denn Square hat einen der anspruchsvollsten, widerspielbarsten und optisch beeindruckendsten Shooter aller Zeiten geschaffen. Square hat damals bewiesen, dass sie nicht nur Rollenspiele können, sondern auch in der Lage waren, jedes Genre zu rocken, was man leider heute nicht mehr behaupten kann. Einhänder ist ohne Zweifel einer der besten Shooter, den ihr je gespielt haben werdet, und wenn ihr noch nie was von dem Spiel gehört haben solltet, solltet ihr das jetzt sofort nachholen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.